Willkommen zur siebten Ausgabe von Kino on the Couch, einem Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie-Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir Tomb Raider von Roar Uthau auf die Couch. Mein Name ist Dennis Czala und in der siebten Ausgabe von Kino on the Couch ist noch der Sebastian Fitzklausner mit dabei. Hallihallo. Und sein großes Comeback feiert heute unser dritter Mann, Patrick Markey. Ja, nach langer Abwesenheit freue ich mich besonders, wieder hier mit dabei sein zu dürfen. Ein schönes, fröhliches Hallo auch von mir. Und deswegen Wie Lara Croft haben wir uns aufgemacht und sind nach innen gefahren, um Patrick zu finden und wiederzuholen. Naja, es war kein leichtes Unterfangen, aber ihr habt es geschafft. Damit selbst hast du natürlich schon leicht in die Handlung vorgegriffen, die ich jetzt Spoilers. Die ich jetzt Patrick sozusagen überlassen werde für sein großes Comeback. Darf er uns jetzt mal erzählen, worum es in Tomb Raider geht? Sehr, sehr gerne. Obgleich Lloyd Richard Croft schon vor 7 Jahren auf einer mysteriösen Expedition verschollen ging, weigert sich die Erbin des Croft-Vermögens, Lara, bis heute den Tod ihres Vaters zu akzeptieren. Anstelle ihr immenses Erbe anzutreten, jobbt sie als Fahrradkurierin, vertreibt sich ihre Zeit mit MMA-Kämpfen sowie vermutlich illegalen Radrennen und lebt in einer Wohnung, die nur darauf wartet, gentrifiziert zu werden. Zumindest bis ein japanisches Puzzle ihr neue Hinweise über die Forschung ihres Vaters liefert. In tiefer Trauer über den Tod seiner Gattin ließ dieser nämlich seine jugendliche Tochter zurück, um Himiko, die mythische Königin der Insel Yamatai, und ihre legendären Kräfte über Leben und Tod für sich zu nutzen. Mit neuer Hoffnung, ihren Vater endlich wiederzusehen, begibt sich nun auch Lara auf die abenteuerliche Reise zu der Insel, ohne zu ahnen, welche Gefahren dort auf sie warten. Boah, fantastisch dargeboten. Jetzt will ich sofort nochmal rein. Na, also wir haben den Film jetzt gestern gesehen, beziehungsweise wenn der Podcast veröffentlicht ist, schon ein paar Tage länger her, aber wir sind irgendwie ein bisschen geteilter Meinung, was den Film angeht. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es auch nur ein paar Kritiken und die sind auch so 50-50. Ja, der Sebster, glaube ich, hat ein bisschen mehr an dem Film auszusetzen, aber fangen wir mal mit dir an, Patrick. Wie hat dir denn der Film gefallen? Ja, ich fand ihn ganz nett. Also ich fand ihn in Ordnung. Ich habe mich recht gut unterhalten gefühlt. Es gab einige Sachen, die mir zugesagt haben, einige Sachen, die mir nicht so zugesagt haben. Ja, ich fand ihn, um bei den positiven Sachen zu beginnen, von der Atmosphäre recht ansprechend. Also das hat schon Lust auf mehr gemacht, beziehungsweise habe ich mich, und da werden wir wahrscheinlich später auch noch drauf zu sprechen kommen, habe ich mich doch recht stark an klassische Abenteuerfilme, also es sei einmal Indiana Jones genannt, erinnert gefühlt. Die Atmosphäre hat gepasst. Und vor allem die erste Hälfte des Films habe ich ziemlich genossen. Leider wird dann daraus meines Erachtens relativ wenig gemacht und der Film besteht dann eigentlich nur aus einigermaßen alibimäßig zusammengeschusterten Versatzstücken, die beweisen, dass es möglich ist, ein Videospiel auf die Leinwand zu bringen. Also das heißt also, der Film macht Spaß, aber die Story ist quasi nicht vorhanden oder ist gerade so vorhanden und hat unheimlich viele logische Inkonsistenzen. Das heißt, irgendwie sich auf die Story zu konzentrieren, macht dann nach der ersten Hälfte überhaupt keinen Sinn. Ja, und der Film kränkelt meiner Meinung nach ein bisschen an einem allgegenwärtigen Problem, an einer Krankheit, die ich einmal die Marvel-Action-Krankheit nenne. Er ist einfach überzogen in den Action-Sequenzen. Das heißt, irgendwann stellen wir fest, okay, meiner Meinung nach, und ich glaube, da werden wir später auch noch genauer drauf zu sprechen kommen, aber stellen wir fest, okay, die Lara, die überlebt sowieso alles und eigentlich kann ihr niemand was anhaben, in Wahrheit, weil sie teilweise so hanebüchene Stürze und was auch immer fast komplett unbescheidet überlebt, dass man da einfach nicht mehr investiert emotional und einem deswegen alles ein bisschen egal ist, auch weil es generisch wirkt und alles schon mal da gewesen ist. So, das heißt, ich bin jetzt von guten zu negativen Sachen übergegangen. Okay. Es gibt beide. Summa summarum ein durchschnittlicher Film, den man sich schon mal anschauen kann. Okay. Ja, jetzt wollte ich ja eigentlich selbst da als letztes zu Wort kommen lassen, aber ich frage ihn einfach jetzt schon mal. Überraschung, selbst da, wie fandest du den Film?
Oh, ich bin jetzt total aufgeschmissen gerade. Du hast jetzt nicht mit gerechnet. Nein, überhaupt nicht. Aber ich muss mal zunächst mal dem Patrick widersprechen. Ich muss sagen, das muss ich machen, einfach weil der Patrick jetzt wieder da ist. Oh nein, jetzt, wo ich frisch wieder da bin. Na damit du dich wie zu Hause fühlst. Also ich würde es eben nicht die Marvel-Action-Krankheit nennen, weil ein Zeichen von Marvel-Action-Krankheit ist, dass immer der Pathos mit dem Bathos konterkariert wird, nämlich dass eben diese hohen Gefühle vom Pathos, so, oh mein Gott, es ist ein leidenschaftlicher Moment, es ist was schon melodramatisch sein könnte, was hohe Gefühle verursachen könnte, wird dann immer wieder unterminiert mit Momenten des Lächerlichen, dass wir darüber lachen können. Bestes Beispiel, jetzt keine Actionsequenz, aber ähnlich, Dr. Strange und sein Mantel, wo er ganz dramatisch seinen Mantel auf die Schultern sich setzt und dann streichelt er Mantel seine Wange und dann sagt er, lass das. Das heißt, wir haben hier viel stärker diese Elemente drinnen, aber ich verstehe schon, was du meinst. Du meinst einfach grundlegender, dieses Bombast des Action-Kinos und das, wie du es schon sagst, und das stimmt natürlich, bei Marvel ist es auch sehr stark drin, dass es eine Unverwundbarkeit gibt irgendwie bei der Protagonistin eigentlich. Und ich darf ich ganz, ganz kurz einhaken, nur ganz kurz dazu, das haben wir, finde ich, in dem Film auch, zum Beispiel bei der Sturzszene, wo die Lara also mit dem Flugzeug dann runterstürzt, da gibt es auch kurz eine Sequenz, also nach und nach brechen immer mehr Teile von dem Flugzeug runter und dann irgendwann sagt sie auch, oh really, are you kidding? Also das ist schon irgendwie auch so eine ironische Betrachtungsweise, finde ich, ist da schon auch drin. Das ist aber viel stärker dem Indiana Jones Prinzip entlehnt. Ja. Das sind so einzelne, ganz wenige Momente, die einfach die Sache, diese Situation, diese Absurdität der Situation auf den Punkt bringt, vielleicht durchaus ironisch, aber insgesamt, wenn du diese ganze Sequenz auffächerst und von Anfang bis Ende schaust, nämlich das ist so eine, Ich kann nicht mal sagen, wie lange sie war. Mir hat es wie eine halbe Ewigkeit vorgekommen, wo Lara vom Regen die Traufe kommt, von einem Fettnäpfchen ins nächste kommt, nämlich sie flieht, stürzt runter einen Wasserfall oder fast nicht runter, sie fliegt auf jeden Fall in ein Wasser runter, stürzt dann, bevor sie einen riesigen Wasserfall runterstürzt, kann sie sich retten in ein Flugzeug. Das Flugzeug zerfetzt sich langsam, zersetzt sich langsam, wie der Patrick es schon erklärt hat. Und dann fliegt das Flugzeug runter. Da kommt dieser Moment, dieses Oh, really? Sie kann sich dann noch retten, fliegt aber irgendwo rum. Ah, Fallschirm, genau. Meine Güte, ich habe sogar diesen Element vergessen. Sie hat dann den Fallschirm im Flugzeug rausgeholt, fliegt mit dem Fallschirm weg, stürzt aber ab in die Bäume, hat sich ein Metallstück in die Rippen gerammt versehentlich, reißt es raus, weil so mit großer schmerzhaften Gestus reißt es raus, dann kommt auf einmal, sie ist ganz kurz, jemand atmet sie durch und auf einmal kommt dann der Widersacher, also einer der Soldaten, der Söldner, die auf sie gesetzt werden, um sie umzubringen. Sie muss ihn umbringen, verzweifelt, dass sie einen Menschen gerade getötet hat. Auf einmal sieht man im Hintergrund Lara Crofts Vater, Spoilers natürlich wieder, und das ist die Szene aus. Und nicht mal dann ist die Szene aus, weil dann gehen sie zum Vater mit. Es ist so ein, also das heißt, diese Action-Sequenz, um mal diesen ersten Punkt zu sagen, das ist tatsächlich, da gibt es nur diesen einen ganz kurzen Moment von, really? Aber sonst ist das eigentlich ziemlich straight forward, diese gesamten Momente eigentlich. Bevor ihr jetzt in große Diskussionen diesbezüglich, muss ich da, ja, ich weiß, aber da können wir gleich dran an weitermachen. Ich wollte eigentlich nur eben jetzt mal, lasst uns gleich diskutieren, selbst da. Kannst du uns trotzdem jetzt abschließend kurz mal sagen, wie du den Film eigentlich trotzdem fandest, bevor eine große Diskussion kommt? Ich wollte halt mit diesem Element erklären, warum mir der Film eben mittelmäßig gefallen hat. Es war kein katastrophaler Film, es war auch kein uninteressanter Film, aber es war ein Film, der mir weniger Spaß gemacht hat, als ich gehofft hatte. Machen wir es so einfach. Okay. Und ein Punkt war tatsächlich, warum er mir mehr gefallen hat, zum Beispiel war, dass er versucht hat, nicht gänzlich jeden dramatischen Moment zu unterminieren mit eben diesen Element des Niedrigeren, des Lächerlichen, sondern tatsächlich diese dramatischen Momente so genommen haben, wie sie waren einfach. Nämlich wirklich furchterregende Momente, die man auch aus dem Spielen halt kennt. Und zwar zu gut kennt, wer dieses Spiel gespielt hat, das 2013er Reboot. Nämlich, dass Lara gänzlich immer wieder in solche prekäre Lagen kommt eigentlich. Aber das Problem daran ist halt, dass ich gleichzeitig es wie eine Achterbahn erlebt habe. Es ist niveaulos wie ich bin, einfach die leichteste Zitat für eine DVD-Boxart zu nehmen.
es war das Quicktime-Event, the movie. Quicktime-Event, the movie. Es war eine Aneinanderreihung von vielen Quicktime-Events, die wir in Lara Croft in Tomb Raider 2013 gesehen haben. Das habe ich ja auch sehr direkt nachgestellt, habe ich auch nicht, wo es aber gar keine Geografie gab zwischen den einzelnen Segmenten. Das waren lauter Tableaus, die nebeneinander gestellt worden sind, wo ich dann auch langsam einfach die Lust verloren habe, einfach dran weiterzuschauen. Und leider war es auch nicht daran geholfen. Also einerseits die Geografie, der Action war total verwirrt. Und das ist im Spiel, glaube ich, nicht so, soweit ich das mitbekommen habe. Da geht man, da hat man so diese Quicktime-Events, aber das, da konnte man sich doch zum, war es nur ein Element und hat trotzdem die Orientierung nie verloren. Es war irgendwie, die Landschaft war sehr wichtig eigentlich, wenn ich es so richtig verstanden habe, in diesem Spiel oder von den, ich habe es nicht gespielt, muss ich zugeben, aber ich habe sehr viele Let's Plays zumindest mir angeschaut und derartige Videos angeschaut. Ja, das ist das Kino des 21. Jahrhunderts. Ja. Also, wenn ich kurz da auch noch was dazu sagen kann, weil ich bin an den Film ja, kommst zurück hier, weißt du, nach dieser langen Pause? Okay, naja, also, jedenfalls, ich glaube, bei mir hat es wieder relativ viel mit Erwartungshaltung zu tun gehabt, weil nach dem Trailer dachte ich mir, oh mein Gott, was wird da auf uns zukommen? Und ich war relativ, also ich bin auch eher auf der positiven Seite tatsächlich. Und witzigerweise haben mir die Sachen, die du jetzt selbst genannt hast, irgendwie auch gefallen. Also ich fand diese unendliche Aneinanderreihung von Katastrophen sozusagen, fand ich irgendwie interessant. Es hat mich so ein bisschen an Gravity erinnert sozusagen. Gravity geht an die Sache natürlich ganz anders ran, aber in Gravity passiert ja auch ständig irgendwas und kriegst du überhaupt keine Luft. Und ein bisschen so diesen, sagen wir mal, klassischen 80er, 90er Action-Flair wie Jurassic Park zum Beispiel auch. Gerade die Szene im Flugzeug erinnert ja auch ein bisschen wie an Jurassic Park 2, die mit dem Bus, oder war das Jurassic Park 1? Ah, Jurassic Park 1 ist der Truck, der genau. Und nicht Teil 2? Nein, Teil 2 ist der Bus, Teil 1 ist der Truck. Ach so, Bus, ja. Genau. Und Teil 3 ist der Zug. Teil 3 ist der Zug. Und das hat mir irgendwie auch ganz gut gefallen. Zudem, ich weiß nicht, ich fand die Schauspieler ganz überzeugend eigentlich. Alicia Vikander fand ich irgendwie gut. Und diese Art und Weise, was du auch gemeint hast, dass das so, dass teilweise die Ernsthaftigkeit auch ausgespielt wird und das Ganze, sagen wir mal, ernst genommen wird, eben mit den kleinen Sprenklern von Humor à la Indiana Jones. Also ich war tatsächlich überrascht, dass das alles so ein Ganzes entwickelt hat. Und die Bezüge zu dem Computerspiel, was ich jetzt, die 2013-Runde habe ich sogar gespielt, also nicht komplett, aber zumindest einen Teil davon. Ich finde, es gab durchaus auch Action-Szenen, gerade wenn sie mit Pfeil und Bogen durch das Camp halt läuft, die doch relativ eigentlich übersichtlich und gut waren. Nicht alles, wie gesagt, ich will den Film jetzt auch nicht in den Himmel loben, da gibt es schon noch einiges daran zu mäkeln, aber insgesamt, weiß nicht, war ich wirklich angetan. Ich bin ja auch ein bisschen weich. Ich habe es beim Mute schon gemerkt, dass ich zu weich bin. Aber du bist einfach der Optimist dieser Runde. Das freut uns. Ich bin der Optimist dieser Runde. Nein, hat mir ganz gut, überraschend gut gefallen. Aber ja, wie gesagt, da ist jetzt euch wahrscheinlich relativ schwerfällt. Wollt ihr am letzten Diskussionspunkt noch ansetzen? Oder du hast noch was zu sagen, Patrick? Na klar. Wirklich nur ganz kurz. Also so wie sich mir das darstellt, Sebastian, ich nenne dich Sebster, okay, kennt sich eh jeder aus. So wie sich mir das darstellt, sehen wir das, glaube ich, eh relativ ähnlich. Also wir haben jetzt ähnliche, wenn nicht fast die gleichen Punkte erwähnt, an denen wir etwas auszusetzen haben. Ich finde es einfach nur, ich wollte es nur kurz erwähnt haben, absurd, wenn man sich vor Augen führt, dass Tomb Raider, das Spiel, das im Jahr 2013 erschienen ist, mit seinen Quicktime-Events ja eigentlich ein bisschen eine filmische Struktur hatte, beziehungsweise irgendwie einen Film möglichst nahe kommen wollte, würde ich mal so interpretieren wollen. Und jetzt kommt tatsächlich ein Film daher, der dann aber einfach nur das Spiel imitiert, das eigentlich einen Film imitiert hat. Also irgendwie ist das in meinen Augen ein bisschen absurd. Also ich hätte mir da eher was gewünscht, dass der Film mehr Eigenständigkeit zeigt, dass sie sich wirklich trauen, da etwas Eigenes zu machen und nicht einfach nur ein Fanboy-Lipservice an Leute, die das Spiel gespielt haben. Aber da muss ich wieder ein bisschen kurz widersprechen. Also ich meine, schon klar, was du jetzt meinst, und das kann man durchaus ein bisschen stehen lassen können, dass eben dieses Spiel sehr stark Fanservice-Elemente drin hat, was gleichzeitig vielleicht auch nicht so schlecht ist, wenn es eine Spieleadaption ist. Wir würden wahrscheinlich bei Romanadaptionen auch nicht sagen, oh nein, sie haben die Namen der Figuren richtig übernommen. Das ist ja fürchterlich. Aber das Problem ist für mich eher, dass
Sie haben de facto die Quicktime-Events rausgelöst aus dem gesamten Struktur. Das heißt, du hast recht, Quicktime-Events ist etwas sehr klassisch Filmisches, was reingekommen ist in die Spielewelt mit Shenmue und ähnlichen Spielen. Aber gleichzeitig haben wir gerade bei Tomb Raiders, wie gesagt, ich weiß, ich bin echt nicht Experte, aber das, was ich gesehen habe, hat es so ausgewirkt, wie es gibt konstant auch ein Spiel, eine Geografie, wir gehen von A nach B nach C und zwischendurch kommen wir Quicktime-Events. Und ich hatte das Gefühl, und das ist das, was mich wirklich stört und das, was ich gemeint habe mit der Geografie, die keinen Sinn macht in dem Film, ist tatsächlich, dass wir sehen A und wir springen zu B, springen zu C. Und wir wissen nicht, wie dieses zusammenkommt, weil die Choreografie echt die kommt einfach nicht zusammen. Das ist einfach nur ein Rausch. Das ist so ähnlich wie diese berühmt-berüchtigte Szene aus diesem Hobbit-Film, wo sie den Fluss runterspringen und irgendwie, das ist auch viel zu schnell alles. Das ist alles, wobei. Okay. Na gut, da kann. Sorry, ganz kurz nur zum Verständnis. Du meinst die Geografie auf makroskopischer oder mikroskopischer Ebene? Also meinst du, es ist nicht klar, wie sie von Punkt A nach Punkt B auf der Insel kommen, wie viel Zeit da vergeht? Oder meinst du jetzt tatsächlich auf eine Szene bezogen, es ist nicht ganz klar, wer wo ist und wie die Leute interagieren, weil es einfach so chaotisch geschnitten ist? Das ist auch ein Kritikpunkt, den wir noch näher besprechen können gerne, aber ich glaube, da werden wir eh schon dann recht schnell in unser Hauptthema heute schlüpfen, weil das passt ja auch dazu rein, weil ich finde es auch sehr chaotisch geschnitten. Die Kampfszenen sind oft, also vor allem die Kampfszenen im Sinne von, wo zwei Personen miteinander kämpfen, sind sehr unübersichtlich meines Erachtens. Das auch, aber ich meine vor allem, ich kann den Denkprozess von Lara nicht wirklich nachvollziehen. Ich kann nicht sehen, okay, wir gehen jetzt von da dorthin, dann dorthin, dann dorthin, weil ich sehe nur die Quicktime-Events, ich sehe nur die Money-Shots, ohne ein Denken dazwischen zu sehen. Und ich glaube, das ist auch das, was mich teilweise wirklich aufgeregt hat und wo ich dann wirklich dann abgeschalten habe ein bisschen mit dem Schluss und wie wir schlussendlich in unser Grabmal, in unsere Tomb reinkommen, um diese zu raiden, nämlich in der Hinsicht, dass der Vater vollkommen irrsinnig, wortwörtlich und leider sehr ableistisch gemeint, einfach auf einmal beim Tor erscheint, obwohl er sich jahrzehntelang oder jahrelang, sieben Jahre lang, geweigert hat, den Bösewichten zu helfen. Und dann steht er einfach vor dieser gottverdammten Tür. Er hat Angst um seine Tochter plötzlich. Er steht einfach vor der Tür und schaut nicht mal auf die Tochter. Und jetzt kann jetzt, aber er ist ja auch ein einsamer Mann geworden, also, der sich Sachen einbildet. Und also ich muss dir zustimmen, selbst da in diesem Moment, als ich das gesehen habe im Kino, ich glaube, ich habe gelacht, weil es wirklich absurd war. Auf einmal steht er da und schaut sich das an und ist ganz ehrfurchterstarrt und keine Ahnung, er macht irgendeine komische Bewegung. Also ich fand es wirklich einen komischen Moment. Es macht nicht so viel Sinn, sie haben ihn nur dahingestellt, damit die Story weiter vorangeht, du hast vollkommen recht, aber wenn ich ihn verteidigen wollte, oder den Film verteidigen wollte, was ich nicht unbedingt will, aber man könnte sagen, okay, der Vater hat viele, viele Jahre seines Lebens damit verbracht, über Himiko zu recherchieren, er hat verschiedenste Informationen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, die fein säuberlich gesammelt und, keine Ahnung, kartiert, kategorisiert. Er ist dann extra zu dieser Insel hingeflogen ursprünglich, um zu diesem Grab zu gehen und um etwas mit Himiko zu machen, was nicht näher definiert wird. Aber erst im Laufe dieses Prozesses ist er darauf gekommen, dass es eine fürchterliche Gefahr ist und hat deswegen auch seiner Tochter gebeten, falls sie das Video sieht, dass sie sieht, das alles zu verbrennen und so weiter. Aber er hat unheimlich viel Zeit damit verbracht, dem Geheimnis von Himiko auf die Spur zu kommen und wirklich sie aufzusuchen. Das heißt, ich glaube, in dem Moment ist er einfach von seiner Neugierde übermannt und steht einfach endlich vor diesem Grab, dem er sich so viele Jahre lang angenähert hat. Und ja, die letzten paar Jahre hat er es halt aufgegeben, weil er gesehen hat, welche fürchterliche Gefahr davon kommt. Aber ich glaube schon, dass man das einigermaßen durch Neugierde erklären könnte. Also es ist nicht ganz so unrealistisch. Sorry, ich bleibe verzweifelt lachen im Kinosaal und kann nicht hier eine klare Struktur, eine klare Rationalität reinbringen. Einfach aus Grund der Tatsache, dass diese Figur mehrmals im Dialog sagt, dass sie versucht hat, es zu verhindern, dass diese Information den Bösen zugespielt wird. Und er hat sich wirklich konstant zurückgezogen, um eben bloß nicht von den anderen gefasst zu werden, damit sie keine Information haben. Aber er macht ja auch nichts.
Also letzten Endes liegt es nicht an ihm, sondern es liegt an seiner Tochter, dass der Natürlich, reinkommt. es liegt an ihm. Er will, ich meine, er will sich natürlich auch opfern, schlussendlich, um eben dieses Mysterium zu begraben mit sich sozusagen, weil er will ja, dass sie ihn umbringt oder sich für dieses Mysterium opfert, für dieses Geheimnis opfert. Aber gleichzeitig, dadurch, dass er da ist, hat er die Wege gelegt, die Gleise gelegt, dass wir uns in das letzte Drittel dieses Films kommen, wo ich eben schon ein bisschen ausgeschaltet habe, weil ich eben irgendwie langsam enttäuscht war. Es war wirklich so ein konstantes Runtergehen von meinem Spaßlevel, und hier hat das wirklich einen ziemlichen Tiefpunkt erhalten, weil es für mich wirklich klar gegen die eigentlichen Figurenzüge, die Züge dieser Figur war und ihre Motivation oder wie sie sich verhalten hat. Sie hat ja sogar konstant falsche Informationen produziert, damit eben niemand herausfindet, was da eigentlich, wie man eigentlich dorthin kommt. Und dann kommt er einfach zu diesem Tor, weil er, wie ihr schon, oder wie ich schon gesagt habe, so irrsinnig obsessiv ist, und es macht für mich keinen Sinn, leider. Also, ich muss mal kurz an der Stelle jetzt eingreifen. Wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Ich glaube, er ist einfach dort, um seine Tochter zu beschützen. Aber jedenfalls, wenn wir jetzt gerade kurz zu unserer Protagonistin zurückkehren, ja, zu Lara Croft, die hat natürlich, um jetzt mal auf unser Hauptthema zu kommen, schon eine ordentliche Geschichte hinter sich, diese Figur. Also, wie wir alle wissen, oder ich weiß nicht, ob ihr es alle wisst, aber wir wissen halt, dass das Tomb Raider-Spiel ja schon 22 Jahre alt ist. Das ist 1996 erschienen. Und die Figur von Lara Croft, natürlich, die Computerspielfigur, hat damals noch sehr viel anders ausgesehen als dann auch in der 2013er Reboot-Version. Und es gab natürlich auch zwei Filme, zwei wahnsinnig gute Filme mit Angelina Jolie, die, Patrick, du bei dem Kino gesehen hast, ne? Die habe ich bei dem Kino gesehen. Ja, Ist schon es ein waren bisschen her, aber tolle ja. Zeiten damals, ja. Und Angelina Jolie ist, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt einige, die sie sich trotzdem jetzt zurückwünschten. Also es wird sehr viel verglichen immer in den Kritiken. Alicia Vikander ist besser als sie war, oder wäre es doch besser, wenn wir bei der Alten bleiben und was weiß ich was. Große Diskussionen. Aber ja, um jetzt mal hier auf unser Thema zu kommen. Also ich meine, da hat sich ja einiges, sagen wir mal, getan in der Darstellung. Nicht nur, wie sich die Computerspielfigur verändert hat in den letzten 20 Jahren, sondern eben auch jetzt die Darstellung von Angelina Jolie zur Alicia Vikander. Können wir da irgendwie jetzt mal, ich weiß nicht, was hat sich denn da so getan? Können wir das irgendwie einleiten? Was ist denn da, wie ist diese Figur konstruiert? Selbst da kannst du uns da mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, worum es hier heute gehen soll eigentlich. Ja, also es ist, ich glaube, ich meine, es ist eh ziemlich offensichtlich. Ich meine, du hast es eh schon angesprochen, und es ist sicherlich auch etwas, was die Herstellerfirma von dem 2013 Spiel sehr bewusst gemacht hat. Nämlich, wir haben eben dieses ursprüngliche Spiel, was so als eine der Kultfiguren der 1990er gilt und wo eben Jolie auch ziemlich nah dran ist, die aber sich sehr stark so als diese sexy Heldin eigentlich repräsentiert, sich ihm selbst repräsentiert oder performiert wird eigentlich in diesem Spiele. Und das hängt ja auch damit zusammen mit dem Ursprung, warum überhaupt Lara Croft entstanden ist. Ursprünglich wollten sie die Macher, ich glaube Eidos Interactive war das, oder Core war das, Eidos war, glaube ich, der Vertrieb damals, wollte ursprünglich die einfach einen männlichen Abenteurer machen und haben gemerkt, verdammt, das ist ein bisschen zu nah an Indiana Jones, das können wir nicht so lassen. Machen wir doch eine Frau daraus. Und da natürlich das Kernteam von Core, was allesamt, glaube ich, männlich war, oder es war sogar nur männlich, auch zumindest die zentralen Figuren, ist diese Frau halt extrem stark in die Art und Weise reingefallen, wie Actionfrauen, Actionheldinnen dieser 1990er rausgeschaut haben. Und das ist Ich glaube, halt. die offizielle Entschuldigung war damals sogar lustigerweise von dem Entwickler, ihm sei die Maus ausgerutscht. Ah, du meinst es wegen der Brustgröße zum Ja. Beispiel. Ja, das stimmt Ja. allerdings. Das habe ich auch schon mal gehört, aber ich habe es wieder verdrängt, weil das so ein ekelhafter Spruch war. Aber Patrick nicht anscheinend. Patrick hat sich's gemerkt, und Ja. Damit verteidige ich mich. ja, genau. Also wir haben hier einfach eine Figur, die heute reimaginiert wird, einerseits wirklich in der PR etwa, als eine emanzipatorische Figur der 1990er Jahre, eine der ersten Heldinnen der Spielegeschichte, die mehr ist als nur eine Copy-Paste von männlichen Helden, siehe Pac-Man und Miss Pac-Man, sondern, also Smurfette-Effekt,
Aber gleichzeitig ist es halt eigentlich eine ziemliche mehlgäsige, männliche Wish-Fulfillment. Wir haben hier eine Frau mit knappen Shorts, mit einem sehr engen Tanktop, später auch einen bauchfreien Tanktop und sehr große Brüste einfach, die ja auch bei Angelina Jolie sehr stark in den Vordergrund gebracht wird, also auch Angelina Jolie als eine Sexsymbol ihrer Zeit und eben eigentlich war Lara Croft genauso ein Sexsymbol ihrer Zeit, siehe Playboy Magazine und das Gleiche. Also sie war ja sogar mal auf einer Pin-Up-Girl von Playboy, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, und ich glaube, das geht einfach heute nicht mehr. Ich meine, wir haben damals es sehr stark mit einem postfeministischen Gestus gemacht, im Sinne von starke Frauen können doch auch hart sein, können doch auch kämpfen, aber dass es eigentlich oftmals männliche Hersteller, männliche Entwickler dahinter waren, ist halt, zeigt sich halt auch in der Hinsicht, wie sie porträtiert wurde. Und um sich davon zu trennen, davon abzunehmen, haben wir jetzt eben diese neue Lara Croft, das 2013er Spiel und die Darstellungsweise von Alicia Vikander, die eigentlich sehr nah dran ist an dem, wie eben das 2013er Spiel sie porträtiert hat. Wir haben lange, funktionale Hosen, wir haben auch einen Tanktop, um eben eine Ähnlichkeit zu haben zu dem ursprünglichen Lara Croft, aber wesentlich eine muskulösere Figur, die gleichzeitig auch eben aber eine gewisse Lean, also ein bisschen leaner ist, also nicht übermuskulös, aber halt durchaus trainiert, machen wir halt so. Mhm. Und da jetzt, wo ich eben schon so lange geredet habe und eben vor allem eben das versucht habe, eher zu skizzieren, diese Entwicklung, einfach die Frage an euch mal zunächst, ist das ist doch das typische heutige Bild von, wie wir Actionheldinnen machen können oder nicht? Was sagt ihr dazu? Also beginnen wir mal mit Patrick. Gute Frage. Ich würde dem entgegenstellen wollen, gibt es das typische Bild, wie heutige Actionheldinnen machen können? Ich würde in meiner idealen Welt sagen wollen, dass es das nicht gibt, dass die Actionhelden, seien sie weiblich oder männlich, einfach super vielfältig sind und in kein Klischee hineinfallen. Das wäre so, wie ich es mir wünschen würde. Wahrscheinlich sind wir davon weit entfernt. Ich wüsste aber nicht, wie die typische Actionheldin aussieht. Dazu gibt es wahrscheinlich einfach immer noch zu wenige. Ich finde, ja, du hast natürlich in allem, was du gesagt hast, recht, aber ich finde, dass der Aspekt des Gutaussehens sich dadurch, also auch durch das Aussehen zu verkaufen, beziehungsweise damit Leute ins Kino zu locken, dass der bei dem neuen Film schon auch vorhanden bleibt. Also die Devise Sex Sells ist vielleicht nicht mehr so offensichtlich, ist vielleicht funktioniert ein bisschen anders als noch vor 15 Jahren es mit Angelina Jolie der Fall war. Aber ich glaube, es spielt schon auch noch eine Rolle. Also, wie formuliere ich das am besten? Ich glaube, dass einfach die Tatsache, also irgendwie ein gesundes Leben zu führen, beziehungsweise einen gesunden Lebensstil zu haben und fit zu sein, also auch muskulös zu sein und durchaus auch Sport zu betreiben, ist quasi das neue Ideal in unserer heutigen Gesellschaft. Männlich, aber auch weiblich. Und ich glaube, dass ein Model oder eine stereotyp aussehende Person, ich weiß nicht, viel mehr diesem Klischee heutzutage erfüllen muss. Und deswegen auch in einer der allerersten Szenen, also es ist eine Szene, in der Alicia Vikander oder in der Lara Croft im Ring steht und gegen eine andere weibliche Kollegin boxt. Und da werden einfach super ostentativ ihre Muskeln zur Schau gestellt, also ihre Bauchmuskulatur und auch wie sie Schläge austeilt. Den Kampf verliert sie zwar, weil sie quasi noch in Ausbildung ist, aber das nimmt da schon einen ziemlich großen Raum ein. Das kann man jetzt auch so interpretieren, dass sie als taffe Person dargestellt wird, aber ich würde schon sagen, dass das sexuelle Element der Muskeln beziehungsweise ihres Körpers schon auch noch prominent vorhanden ist. Und das wahrscheinlich auch relativ bewusst eingesetzt wurde. Jetzt könnte man aus feministischer Perspektive diskutieren, ob es ein besseres, ein sinnvolleres, ein menschlicheres, realistischeres Frauenbild ist, das uns da gezeigt wird. Und ich bin mir nicht sicher, was die Antwort darauf wäre. Ja, so viel dazu erstmal. Ja, also, wie reagiere ich jetzt da drauf? Ja. Also wahrscheinlich, ganz kurz, wahrscheinlich ist es schon ein bisschen ein besseres und realistischeres Frauenbild als das von Lara Croft. Aber es ist immer noch sehr funktionell. So. Mhm.
Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich finde halt die Tatsache, dass man trotzdem, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wie der Status von Angelina Jolie damals war. Ich nehme an, die war schon ziemlich groß, oder? Die hatte ja ihren Oscar schon zu dem Zeitpunkt und Ja. ich weiß nicht genau, aber ich würde sagen, ich meine, Alicia Vikander hat ihren Oscar und so auch schon, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass Alicia Vikander irgendwie jetzt die große Box-Office-Granate ist. Also zumindest da ist man dann. Ich weiß nicht, also ich finde die Wahl eigentlich recht interessant, weil ich glaube, dass die Leute oder dass man die nicht so kennt und sagen wir mal, die Darstellung, wie es jetzt im Trailer und vom Poster ist eben schon der Fokus so liegt, dass die Leute, ich weiß nicht, schon einen anderen Blick auf diese Figur bekommen und nicht reingehen aus Gründen wie eben vor 15, 20 Jahren. Also ich finde, es hat sich auf jeden Fall verschoben und ich finde, im Film ist es eigentlich. Ich fand es eigentlich recht gut, dass Lara Croft besteht im Film, ohne dass ständig oder überhaupt groß darauf hingewiesen wird, wer sie ist und wo sie herkommt. Es gibt keine irgendwie lockeren Sprüche von links und rechts. Wie will die mir was anhaben? Es gibt eigentlich gar nichts. Sie ist einfach da und macht ihr Ding. Also ich finde diese Fokussierung auf, dass sie ein weiblicher Actionheld ist, finde ich, ist eigentlich überhaupt nicht da. Also die ist einfach da, oder? Also, oder hab ich das ganz anders gesehen als ihr? Ja, was meinst du mit der Fokussierung darauf, dass sie ein weiblicher Also Action ist? es wird nicht darauf hingewiesen. Es gibt keine Seitenhiebe, es gibt gar nichts. Sie ist einfach da. Also sie ist einfach ein Actionheld. Du meinst, Es dass sie geht nicht darum, weiblich ob sie ist? männlich oder weiblich ist, sie ist einfach da. Und ich fand das eigentlich relativ positiv in dem Film. Da gibt es keinerlei Hinweise. Sie macht einfach ihr Ding. Das ist eigentlich, fand ich, relativ cool. Also. Es ist nicht Das. der Wonder Woman-Effekt, wo einfach konstant ihre Position als Frau in der Gesellschaft und die Problematik dieser Position in der Gesellschaft in den Vordergrund gestellt wird, um Ja, eben also es zu eigentlich ist es adressieren. genau. Also eigentlich ist es in dem Sinne sozusagen eine, wie soll ich sagen, ein fast schon, vielleicht fast schon irgendwie interessanterer und besserer Blick sogar, weil er das nicht so fokussiert auf, ach, guck mal, was da geht, guck mal, wie das geht, sondern einfach da und vielleicht so ist es eigentlich die richtige Variante. Oder die richtigere. Ich weiß nicht, was da jetzt, wie man das beurteilen kann, aber ich fand es einfach interessant, dass das nicht ständig darauf hingewiesen wurde, wenn überhaupt. Das ist, muss man sagen, ich meine, da will ich einfach kurz einhaken, weil das ist einfach das grundlegende Problem oder so eine Frage, die einfach in die Grundlage dieses Themas reinspringt oder in die Grundlage von allen, in die Essenz von diesen Themen, wenn es um Repräsentation geht. Ist es wichtig, einfach einen Film zu haben, der einfach darstellt, hey, ich bin schwul und das ist gut so? Oder ist es auch wichtig, einen Film zu haben, der sagt, hey, ich bin schwul, das ist gut so, aber die Gesellschaft ist scheiße zu mir, ich bin oft werde diskriminiert, ich bin Opfer von von Gewalt, Entschuldigung, von Gewalt, ich bin auch oft Opfer von eben Hate Crime oder Hate Speech. Das ist einfach, glaube ich, wie sagt man, Gretchenfrage? Ja, So Gretchenfrage. eine Grundsatzdiskussion halt, Genau, ne? Ja. Aber wo die es natürlich auch man, wahrscheinlich keine klare Antwort drauf gibt, weil genau, halt, die also muss sich. subjektive Sichten natürlich, ja. Muss Also natürlich wenig. beides kann legitim sein, oder? Es kommt einfach darauf an, welchen Fokus der Film setzen will. Aber ich würde nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Also, Ich sehe oder? es rein theoretisch ähnlich, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich sehr darüber mich gefreut habe, dass Black Panther diesen kolonialen Beziehungen, die hier diskutiert werden und die Vergangenheit hier, die hier diskutiert wird, konstant im Vordergrund setzt und sagt: Ja, es ist cool, einen schwarzen Helden zu haben wie Blade, aber hey Leute, es gibt einen Grund, warum es so wenige Personen gibt, People of Color gibt, die in der Macht stehen. Oder besonders eben schwarze Ja. Personen, die in der Macht stehen, weil es eben strukturelle Ungleichheit gibt. Und das war ja auch etwas, was mich bei Wonder Woman ein bisschen aufgeregt hat, wie ich schon mal gesagt habe, dass es zwar hier auch gemacht wird, aber gleichzeitig konstant in die Vergangenheit projiziert wird. Nämlich, da kommen dann die alten Männer, die dann sich darüber aufregen, dass eben die Frau hier was macht überhaupt. Während es doch interessant wäre, das einfach in der heutigen Zeit zu kontextualisieren und zu sagen, ja Leute, wir haben noch immer sehr viele Probleme mit Sexismus. Und wie fandest du dann das bei Tomb Raider jetzt gelöst? Also deine Meinung da? Ja, es ist schwierig und ich muss auch gestehen, dass ich ein bisschen im Zwiespalt bin mit mir selber, wie ich grundlegend mit ihr umgehen kann, weil, oder wie ich mit ihr umgehen möchte. Ich glaube, das hängt aber auch zusammen, dass sie, dass überhaupt mal der Film mir weniger gefallen hat, glaube ich, insgesamt. Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass ich da ein bisschen verbittert war also im Moment schon. Gleichzeitig muss ich schon sagen, ich fand das ziemlich cool, dass es wenige mehlgiesige
Blicke auf den Körper von ihr gab. Es gab die Blicke, wie eben Patrick schon sehr erwähnt hatte, auf ihre Muskulatur, auf ihre Härte, auf den harten Körper, den sie repräsentiert. Und der aber eben im Kontrast gebracht wird zu zum Beispiel dieser Sexiness, die wir vorhin erwähnt haben, in der postfeministischen Perspektive der 1990er Jahre, dass eben die Frau, wenn sie hart ist, dann ist sie auch sexy vielleicht. Gleichzeitig. Aber so. Ist Lara in dem Film unsexy? Also, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, dass die Sexiness schon noch vorhanden ist und die vielleicht ein bisschen subtiler zur Geltung kommt, aber die doch durchaus auch recht wichtig war den Filmemachern, glaube ich. Ich würde eben hier ein bisschen von dem Begriff Sexiness weggehen. Ich meine, ich verstehe, was du meinst. Wir können nämlich Chris Pratt genauso in dem Kontext diskutieren, wenn er seine Muskulatur herzeigt in Guardians of the Galaxy. Ich würde einfach sagen, und das ist darum, hat es mich auch ein bisschen gestört, dass du es so mit einem Schwank zum Feminismus gesagt hast, wo du nicht weißt, ob es besser oder schlechter ist, aber zumindest, glaube ich, war das so von dir formuliert. Denn es ist schon spannend, dass du es gleich gebracht hast mit neoliberalen Selbsttechniken und dieser Idee von der Selbstoptimierung, die in den Fitness-Gedanken drin ist, weil das ist durchaus spannend, das zu sehen und auch hier zu verorten, die ja natürlich grundlegend bei allen Körpern drin ist, die sich präsentieren als muskulös oder als fit, dass wir immer wieder diese Bilder von der Selbstoptimierung hier vorgelebt bekommen. Aber gleichzeitig glaube ich eher, dass wir hier diskutieren müssen, dass es trotzdem, obwohl es eben nicht diesen direkten Zugang zu der Sexiness gibt, und diesen Male Gaze auf dieses Sexsymbol Lara Croft, Sexsymbol Angelina Jolie, es natürlich eine Form von Vergeschlechtlichung gibt. Weil das ist, glaube ich, schon der Fall einfach, dass das Geschlecht vielleicht nicht artikuliert wird, wie es eben Dennis gesagt hat, nämlich es wird nicht einfach konstant hingewiesen, oh, du als Frau, das kannst du wohl nicht machen, gib mal her die Waffe, das mache ich für dich. Und dann, oh nein, die ist doch besser, als ich gedacht habe, die Lara. Aber gleichzeitig haben wir schon, glaube ich, schon viele Elemente drinnen, die geschlechtlich markiert sind, die so eine gewisse Art von Grenze darstellen, wie weit man gehen kann. Also, wir haben die Muskulatur, aber die Muskulatur schaut halt nicht aus wie Chris Pratt seine Muskulatur, um jetzt ein wirklich banales und vielleicht auch hirnrissiges Beispiel zu liefern. Aber warum nicht? Also es ist schon da. Wir haben hier dasselbe Phänomen wie bei Wonder Woman. Nämlich in der Hinsicht, dass die Co-Stars tatsächlich wesentlich härtere Körper vertreten. Die Amazoninnen in der Wonder Woman sind wirklich, wirklich muskulös. Denen möchte ich nicht begegnen. Während Gal Gadot eigentlich noch sehr dünne Arme hat. Und ich weißt du, woran das liegt? Weil wenn die Protagonistinnen einfach ultramuskulös wären, dann würdest du damit eine Grenze überschreiten, die du einfach vom Optischen her, vom Visuellen her nicht verkaufen könntest. Also das wollen die Leute nicht sehen, weil sie das nicht sexy fänden. Während so leicht akzentuierte Muskeln, das ist okay, das gilt als sexy, das passt in unser heutiges Konzept davon, wie eine perfekte Frau auszusehen hat. Also überspitzt formuliert. Also verstehst du, was ich sage? Das habe ich gemeint mit Grenze. Ich meine, wir können natürlich das darüber reden, ob normatives Denken an sich, nämlich was wird akzeptiert, was wird nicht akzeptiert, etwas Gutes ist oder Schlechtes ist. Ich würde eher sagen, es ist was Problematisches oder etwas, was zum Problematisieren sollte. Aber natürlich, das sind Grenzen, wie weit man gehen kann. Und dazu hat, um einfach Begriffe hier zu verwenden, die aus der Akademie kommen, hat Yvonne Tasker in 1990 den Begriff Masculinity geprägt im Sinne von Muskelmasse und Männlichkeit und inwiefern eine Frau im Film eben das verkörpern kann. Und sie hat halt gesagt, und ich glaube, das trifft hier durchaus auch zu, dass man gewisse Grenzen hat, wie weit man gehen kann, beziehungsweise, dass das konterkariert werden muss mit anderen Elementen der Vergeschlechtlichung. Und während wir bei Tasker eher solche Beispiele haben wie bei Terminator 2 oder bei Aliens, wo die Mutterschaft sehr stark im Vordergrund steht, ist es bei Lara tatsächlich nicht das Heterosexuelle, wobei darüber können wir kurz nachreden, aber ich finde es ein bisschen eigenartig, wie Heterosexualität in den Film reinkommt. Aber ich finde es cool, dass sie nicht eine sexuelle, romantische Liebe hat im Film an sich, muss man dazu sagen. Aber wir haben trotzdem diese Elemente wie ihre Frisur, ihr Make-up und dass sie zum Beispiel Stiefeln trägt, die eben hochhackig sind. Und genauso natürlich, wie weit ihre Muskelmasse gehen darf. Es wird schon repräsentiert. Hochhackige Stiefel. Ja,
Also mir ist nur aufgefallen, als sie halt ganz am Ende vom Film, das ist, glaube ich, schon eben mehr oder weniger fast die Abspannszene, wo sie eben dann die typische Lara Croft, typische Lara Croft Lederoutfit anhat, was eben Angelina Jolie, wo man auch von her kennt, praktisch, da haben nur noch die Sonnenbrillen gefehlt. Das ist mir dann aufgefallen, dass da sehr, sehr stark aufgegangen wurde, auf dieses Bild von der sexy Lara Croft in diesem lange Lederhosen und die Jacke drüber. Aber ansonsten, ich habe auch nicht auf die Schuhe geschaut. Also ich habe schon gesehen, dass sie Stiefel anhat. Und mir ist auch gefallen, wow, sie hat schwarze Stiefel mit Stahlkappen an, vermutlich, weil so ähnliche habe ich auch. Aber dass die hochhackig sind, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Aber okay, und das finde ich immer so eigenartig, weil ich meine, vor allem der Tatsache her, dass das eigentlich ein wenig auffällt. Und ich weiß nicht, warum sie es dann trägt. Ich meine, wenn man es sowieso nicht bemerkt, ich habe es in zwei Szenen gemerkt. Ich habe es einmal in London gemerkt, also wie wir noch zu Hause sind in East London. Und haben gedacht, okay, da trägt sie halt das, was soll's. Und dann habe ich aber gemerkt, wie es in der Höhle von ihrem Vater ist, dass sie noch immer diese Schuhe trägt. Und ich habe gedacht, Lara, komm schon, du rennst um dein Leben und trägst blöde Schuhe, die Stiefeln, die eh schon funktionaler sind, wesentlich funktioneller als etwa Jurassic Worlds. Bryce Dallas Howard, meinst du? Ja, Bryce Dallas Howard, danke. Ja. Ihre wirklich hochhackigen Modeschuhe, Schüßchen, so, und da mit dem rennt sie vor einem T-Rex weg. Nein, so schlimm sind wir bei Weitem nicht, aber trotzdem, es ist so eigenartig unfunktional. Und ich glaube schon, dass solche Kleinigkeiten sehr viel tun, um sie zu vergeschlechtlichen, um wiederum eben ein bisschen eine Weiblichkeit zu bewahren, die, wie vielleicht Patrick richtig gesagt hat, trotzdem sowas da sind, um eben sie zu verkaufen als attraktiv, als ansehnlich. Und das ist durchaus aber eine Grenze von Protagonistinnen im Actionfilm, habe ich das Gefühl, weil wir es Ähnliches haben bei Wonder Woman und das Marketing genau darauf auch fokussiert. Also ich denke an dieses Plakat, was auch im Kino hang, wo man ganz genau ihren Lipgloss sieht auf ihren Lippen. Ich fand das auch das schon sehr merkwürdig. Oder ihre Narben, die nur, da hat sie halt eine kleine Narbe da und dann hat sie ein kleines Niebchen da, ein bisschen dreckig, aber nicht zu viel. Und das ist interessant, dass sie eigentlich das so stark drinnen hat, könnte man sagen. Ich weiß nicht, wie das war jetzt bei Wonder Woman, oder? Also was hast du gemeint? Bei schon von ihr, von der Lara. Von Lara. Poster. Ja, genau. Und ich glaube, das können Nebenfiguren, können sich mehr rausnehmen. Und extremes Beispiel ist Wonder Woman, die Nebenfigur, die wir zu nennen. Anderes extremes Beispiel ist aber auch Laras Boxerin, die ihre Kampfkumpaninnen, die wesentlich muskulöser sind. Und gleichzeitig größer als sie. Auch das ist was und Kurzhaarschnitt sogar. Und Kurzhaarschnitt. Ja. Und zwar beide. Ja. Nicht nur die, mit der sie kämpft, sondern auch ihre beste Freundin haben beide einen blonden Kurzhaarschnitt, der schon gewisser Hinsicht militaristisch wirkt. Was ja anders ist, als zum Beispiel Lara ihre langen Dauerwelle. Vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber trotzdem. Und ich glaube eben, dass Protagonistinnen hier eine gewisse Grenze haben. Was wir zum Beispiel bei Charlize Theron, ihrer Figur in Mad Max Fury Road, nicht der Fall ist. Aber das ist natürlich ein Extrembeispiel, wie eine harte Männlichkeit von einer Frau performiert werden kann. Also es ist wirklich ein Extrembeispiel. Ich glaube, es gibt kaum so eine tolle weibliche Maskulinität wie bei Charlize Theron in den Mad Max-Filmen. Habe ich den Eindruck einfach. Also Mad Max-Film, Entschuldigung. Ja, also ich sehe das genauso wie du. Meinerseits gibt es da relativ wenig hinzuzufügen. Wolltest du noch was sagen, Dennis? Na, ich habe gerade noch überlegt über dieses, weil mir das halt im Film besonders aufgefallen ist, dass die Lara Croft ja wahnsinnig viel leidet im Film tatsächlich. Das habe ich selbst da auch nach dem Film gleich gesagt, dass ich das eigentlich sehr interessant und irgendwie überzeugend, also jetzt simpel gesagt vom Spiel her sehr überzeugend fand, weil sie ja wahnsinnig viel am Leiden ist. Und ich frage mich, ob das, also hängt das, kann man das irgendwie, ich weiß nicht, selbst du hast auch was eben gemeint, ob das mit diesem Leid und mit diesem, hat das, kann man das da irgendwie auch in Verbindung bringen? Das ist nichts Spezielles, oder? Also, weil ich weiß, dass du auch so drauf reagierst, hast gesagt, ich finde das irgendwie toll, weil sie ist ja ständig nur am als sie sich diesen Stock aus dem Bauch zieht und dann hält sie sich so und sie ist am Stöhnen und Schreien und keine Ahnung was, aber ich weiß nicht. Du hast, glaube ich, gemeint, dass man das irgendwie in gewisser Weise auch in eine geschlechtliche Verbindung bringen kann. Aber kannst du das irgendwie auf den Punkt bringen oder ist das jetzt völlig vom Schuss ab? Meine Aussagen sind niemals völlig vom Schuss ab. Oh yeah. Ja, also ich,
es ist so eine Sache, wo ich mir relativ viel Gedanken gemacht habe, wie ich das so stehen soll und auch versucht habe, so mit anderen Beispielen zu belegen, also auf der Gegenseite. Und ich glaube schon, dass Verwundbarkeit und diese konstantes Ausstellen des Leidens und dass man sich identifizieren soll mit diesem Leiden, schon durchaus vergeschlechtlicht ist eigentlich und eben geschlechtlich konnotiert ist. Ich habe es eh damals schon gesagt, ich verbinde das ein bisschen mit der Final Girl. Und Carol Clover etwa, einer Filmwissenschaftlerin, die psychoanalytisch unterwegs ist, hat über die Final Girl etwa auch genau sowas eigentlich erarbeitet, nämlich dass die Final Girl etwas ist, also Final Girl ist so ein untypischer Fall, wo einfach sehr viele männliche Zuschauer sich und männliches Publikum sich daran für interessiert, sich mit einer weiblichen Figur zu identifizieren, was ganz klassisch gegen Laura Mulvey, ihr Konzept des Male Gaze, funktioniert und ihrer Idee, dass sich Männer immer mit Männern identifizieren. Und da kommen wir für die Final Girl, die letzte Überlebende im Horrorfilm. Und Clover hat das halt sehr stark mit auch zusammengebracht und ich glaube, da ist was dran, mit dem, dass eben hier Verwundbarkeit vergeschlechtlicht wird, indem sie sich das weiblich konnotiert ist eigentlich. Nämlich dadurch, dass sie konstant wir fokussieren auf ihre, wie du sagst, auf dieses Stöhnen, auf dieses Kreischen, aber gleichzeitig auch auf ihre Mimik und dieses Verzerren ihrer Gesichter und dass sie so oft so viel leidet. Das ist, glaube ich, schon gewissermaßen geschlechtlich, weil wir das tatsächlich bei männlichen Actionhelden, ich betone hier Actionheld, also bitte nicht mit James Franco 127 Hour kommen, weil das ist kein Actionfilm. Oh, das klingt, als ob du dich schon öfters auf die Diskussion einlassen müsstest. dass es eben nicht so stark vorhanden ist oder wirklich kaum vorhanden ist und dass hier viel stärker dann eine gewisse Form von stoischer Aushalten vom Schmerz reinkommt. Vom extremen Fall wie Terminator, wo er einfach so in seinen Körperpanzer reinfahrt, weil er eben aus einer Maschine ist, der Arnold Schwarzenegger. Und ich meine jetzt wirklich Arnold Schwarzenegger und nicht die Figur. bis hin eben zu, was natürlich auch ein älteres Beispiel ist, aber trotzdem Die Hard oder Mad Max, wiederum Tom Hardy's Mad Max, wo auch hier Leiden vorkommt, aber bei Weitem nicht so im Vordergrund steht oder nicht so mit der Kamera darauf fokussiert wird, sondern er ist dann wesentlich stärker mit dieser Stoik verbunden, habe ich den Eindruck. Aber bitte, Patrick, vielleicht willst du mir da widersprechen. In gewisser Weise gebe ich dir recht. Ich glaube, dieser Stoizismus oder dieses Stoische, das du ansprichst, ist einfach der Tatsache erwachsen, dass der klassische männliche Actionheld, der vermutlich in den 80ern geboren wurde, dass der einfach keine Emotionen zeigt. Und dass es einfach als cool oder als Teil eines Actionhelden gilt, Emotionen nicht zu zeigen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz und das ist das, was die Person ausmacht, dass sie einfach alles durchsteht, ohne wirklich Emotionen zu zeigen. Also sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, weil der klassische Actionheld zumindest oberflächlich ein bisschen auch mit oder oftmals mit Identitätssuche oder Identitätsfindung dann verbunden ist. Das heißt, eine Person, die sich am Anfang in einem Zustand befindet, keine Ahnung, in dem sie also nicht wirklich glücklich mit dem Leben ist, aber dann irgendwie zu sich selbst findet. Also ich finde da jetzt kein gutes Beispiel für. Ich habe nur so einen Film, den ich vor vielen, vielen Jahren gesehen habe. Ich glaube Last Boy Scout mit Bruce Willis. Also da war das, glaube ich, beziehungsweise alle Bruce Willis Filme. Also diese Emotionslosigkeit stand damals sehr im Vordergrund. Ich glaube, das ist einfach in den 2000ern beziehungsweise den 2010ern, in denen wir uns befinden, man ein bisschen davon abgekommen ist und man ein bisschen dazu übergegangen ist, einfach generell zumindest auch oberflächlich Sachen realistischer darzustellen. Also ich würde es gar nicht mal mit dem Geschlecht in Verbindung bringen wollen, sondern einfach nur mit der Tatsache, dass sie zeigen, hey, sie kann viel hinnehmen, das hast du ja eh auch schon gesagt, sie kann viel hinnehmen, sie ist hart im Nehmen und das wird einfach, also im Prinzip erfüllt das den gleichen Zweck wie die Emotionslosigkeit in den 80ern, ist einfach eine andere Art und Weise, es darzustellen. Keine Ahnung, man denke an Batman aus den Nolan-Filmen, der zeigt ja auch sehr viel, teilweise auch emotionale Verletzbarkeit. Also ich glaube, diese Verletzbarkeit, diese Angreifbarkeit liegt für mich so gut wie gar nicht am Geschlecht, sondern eher am Zeitalter. Also einfach eine zeitgenössische Darstellung eher. Weil letzten Endes, seien wir ehrlich, letzten Endes ist
Lara Croft komplett unverwundbar in dem Film. Ja, also es wird ihr ein bisschen Verwundbarkeit vorgegaukelt. Okay, sie hat den Metallsplitter in ihrem Körper, in ihrem Bauch, aber sie zieht den einfach raus und also anstatt. Aber ich finde, das wirkt tatsächlich in dem Film trotzdem irgendwie realistischer. Also ich finde, wir müssen jetzt keine neue Diskussion aufbrechen, weil das wieder ein anderer Themenbereich ist. Aber ich finde gerade dieser Realismus, ach, kann dieser Person was passieren und was nicht passieren? Ich finde, die Diskussion ist echt schon so darüber hinaus. Also das ist, da kann man eben auch drüber diskutieren, ach ja, aber ein Computerspiel kann das ja dann auch die nicht passieren. Ja, in einem Comicfilm, warum soll es da bitte so wahnsinnig realistisch sein? Wir sind hier, was ist näher an einem Comic dran? In Mad Max passiert auch keinem irgendwas. Also ich finde, die Diskussion hat echt so einen richtig langen Bart. Ja, genau. Aber trotzdem heißt es für mich, dass die Person eigentlich nicht verwundbar ist und das einfach nur anders dargestellt wird, aber letzten Endes sich in der Materie nichts geändert hat. Und also ich könnte es jetzt gar nicht begründen, aber ich würde es auch nicht an einem, also für mich ist das nicht an dem Weiblichsein von der Lara festgemacht, dass sie Schmerz zeigt, sondern ich glaube, es ist einfach nur ein, also einerseits eingehen auf das Videospiel, in dem sie auch, nicht falsch verstehen, aber in dem die Lara auch also ähnliche Laute von sich gibt und jedes Mal, wenn sie springt, ja, sowas ja auch, ja, ich weiß nicht, ob stöhnen das richtige Wort ist, aber also eben ächzt, danke, genau. Und ich glaube einfach, dass der Film dem Rechnung tragen wollte und das einigermaßen originalgetreu umsetzen wollte. Ja, Punkt. Ja. Punkt. Strichpunkt. Okay. Tut mir leid, ich muss darauf einfach antworten, weil ich auch meine Stellung hier kurz verteidigen möchte. Weil, ja. Witzigerweise, ich wollte genau auf die Batman-Filme kurz hinweisen, weil ich habe Tom Hardy mit Max reingebracht, weil ich das einfach ein total tolles Beispiel finde. Aber ich glaube hier auch, dass diese Emotionslosigkeit, wie ich schon einmal in einem anderen Podcast, den wir vor Jahren mal gemacht haben, diskutiert habe, dass diese Emotionslosigkeit eigentlich mit der Traumatisierung von Mad Max zusammenkommt, ja. Und dass wir diese hier mit einer traumatisierten Männlichkeit eigentlich zu tun haben und dass das oftmals, ja, übersehen wird eigentlich in der Lesart von eben Mad Max in den Tom Hardy-Film jetzt. Aber absolut, genau das wollte ich auch ansprechen. Das sind auch die früheren Bruce Willis-Filme, der hat eben auch oft eine solche, zumindest semi-traumatisierte Person gespielt. Also ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ah, semi-traumatisierte Person, Bruce Willis. Bruce Willis, also das Problem ist, weil du machst jetzt wirklich viel wiederum auf, wo ich dachte, okay, wir lassen es einfach beiseite liegen. Aber Bruce Willis ist tatsächlich eigentlich eine Wende in der Art und Weise, wie man Männlichkeit dargestellt hat in den 1990er, 1980er Jahren, also Kontrast zu 1980er Jahren. Wir haben halt diese Muskelpakete der 1980er Jahre, die eben wirklich nur einen Körperpanzer haben, die einfach alles rausschneiden können, weil sie so unverwundbar sind. Und dagegen haben wir eigentlich bei Bruce Willis schon mal eine gewisse Art von Normalität drinnen. Also gerade Die Hard, sein erster großer Actionfilm, er ist der 0815 Polizist von nebenan und kommt einfach in die falsche Situation. Er ist kein Übermensch und das sieht man auch mit dem Moment, wo er zum Beispiel Glasscherben aus seinen Füßen rauszieht. Also das heißt, ja, Bruce Willis ist so eher ein Paradigmenwechsel hier. Also das würde ich jetzt gar nicht so drauf rumreiten. Wichtiger fand ich eher diesen Verweis auf Batman und die Dark Knight-Reihe, Trilogie mit Christian Bale und eben, ich habe vor allem gedacht an, weil eben das auch hier durchaus eine Rolle spielt bei Christian Bale, seinem dritten Teil, da haben wir, also machen wir einfach den gesamten Christian Bale Trilogie, weil sie auch dein Liebling ist, Bale, und damit ist er Patrick geoutet. Absolut. Bale forever. Dass eigentlich, natürlich kommt hier auch Verwundbarkeit rein und vor allem im dritten Teil im Zusammenhang mit Alter kommt hier ganz stark eine gewisse Form von Verwundung dabei und körperlicher Abbau einfach dazu, der im Kontrast steht mit den ersten beiden Teilen. Aber gleichzeitig, und eben das immer wieder in dem Film konstant auch bearbeitet wird, aber gleichzeitig sind diese Momente der Verwundbarkeit sehr in sich geschlossen, wo er wirklich Schmerz fühlt. Während die meiste Zeit redet er halt so mit der tiefen Stimme und er ist so halt Christian Bale als Batman. Hingegen, und ich will es nur aufwerfen, wenn wir jetzt wieder uns zurückerinnern an diese 15-minütige Szene bis 30-minütige Szene, wo ich einfach nicht weiß, wo es begonnen hat und wo es endet. Lara Croft ist in dieser Sequenz Really? Das ist eher ein brünstiger Affe, ja, oder? Ja. Ich meine, es ist wirklich eine Übertreibung, natürlich. Es ist eine Überspitzung, aber gleichzeitig, vor allem wenn man es wieder zurückführt zum Computerspiel, und eigentlich wäre es interessant, diesen Film fast schon über dieses Aspekt zu analysieren. Bisher ist es eine gelungene Computerspieladaption, vor allem in der Hinsicht, wie getreu es ist.
Das Computerspiel fokussiert extrem auf ihr Leiden, nämlich in extremster Art und Weise, was hier sogar ein bisschen reduziert ist. Nämlich in der Hinsicht, dass wir Tausende oder, okay, Tausende ist vielleicht ein bisschen hyperbol. Etliche. Ja, etliche, Dutzende. Mann, ich bin heute der Stichwortgeber hier. Ja. Dutzende, etliche Momente des Todes haben, wie sie stirbt. Unterschiedliche Animationen. Und diese Animationen sind immer extrem, fast schon phänomenologisch, würde ich sagen. Wir können richtig mitfühlen, wie sie ihr... Das ist absolut grauenhaft. Wie sie einfach von Wölfen zerrissen wird, wie sie aufgespießt wird von irgendwelchen Stacheln oder sonst was, die einfach irgendwo sind, von Steinen zermalmt wird. Also das ist schon eine sehr starke Form von Verwundbarkeit. Und ich glaube schon, dass diese eben geschlechtlich konnotiert ist und auch, dass die Filmemacherinnen und Filmemacherinnen ist auch dabei, es ist ja die Autorin, ist eine Frau, dass die Filmemacherinnen und Filmemacher das durchaus auch effektiv eingesetzt haben in der Hinsicht, dass wir eben diese Form von Überlebensdrang, der hier reinkommt als Actionheldin, durchaus vergeschlechtlicht ist. Das heißt, im Kontrast zu männlichen Actionhelden, wo es mehr ein Überwinden ist, was hier auch teils der Fall ist, aber so ein momentanes Verwundbarkeit, die überwunden wird, wo man eben durch den Schmerz durchbeißen muss, trotzdem eine Verletzbarkeit dadurch dargestellt wird, ist es hier so ein langes Hinweisen auf die Verwundbarkeit. Und ich habe ganz absichtlich eben, ich habe ganz absichtlich am Anfang des unseres Podcasts diese Szene beschrieben, diese 15-minütige Szene vom Flucht bis zum Tod vom Söldner. Da ist schon sehr viel Verzweiflung drinnen. Und ich glaube, diese Verzweiflung ist schon quergeschlechtlich, weil es leichter ist, mit sowas umzugehen, es gibt einen Präzedenzfall dafür. Die Final Girl ist genau das. Es ist ein konstantes Herumirren, verzweifelt, klaustrophobisch, von einem Gefahr zur nächsten weiterzugehen und immer weiter und immer wieder weitere Gefahr zu überwinden, das aber gleichzeitig mit einem sehr starken Aufwand verbunden hat und das wirkt halt sich auf die eigene Verwundbarkeit aus. Ja, okay, ich möchte hier an dieser Stelle noch einmal ganz kurz den Vergleich zum allgegenwärtigen und unfehlbaren Bale als Batman ziehen. Ich glaube, ein Punkt, den du, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht übersiehst, aber ein Punkt, den du hier aussparst, ist, dass Tomb Raider der Film zumindest auch wieder in der Oberfläche, auch ein Coming-of-Age-Film ist. Das heißt, es geht auch darum, wie Lara Croft zu dem wird, was sie ist. Ähnlich wie bei Batman Begins, um meine Analogie hier zu vervollständigen. Das heißt, der ganze Film handelt eigentlich davon, wie sie ihre Fähigkeiten entdeckt und wie sie zu der Archäologin wird, die wir kennen. Ne? Das heißt, es mündet ja auch in einer spektakulären Fluchtsequenz, die also wirklich komplett übertrieben ist, wo ich auch schon lachen musste, aber wo sie ja de facto dann eigentlich unverwundbar ist und 80.000 Felsbrocken auf sie einstürzen und sie durch die hindurch rennt, sich in einem Seil eine einstürzende Höhle nach oben zieht und dann komplett unversehrt es überlebt. Und auch vorher die an der 15- bis 30-minütigen Sequenz, die du erwähnst, okay, die Sequenzen, der sich dann wirklich diesen Splitter herauszieht, die ist vielleicht gut dargestellt, da ist der Schmerz im Vordergrund, aber sie bewegt sich dann dennoch relativ schnell weiter. Okay, sie wird von ihrem Vater verarztet, aber diese Wunde und eigentlich auch all die Wunden davor steckt sie relativ konsequenzlos weg. Das heißt, also ich würde diese Schmerzen, die du da siehst, okay, die sehe ich auch, aber ich glaube tatsächlich, dass die zu einem nicht unerheblichen Teil dem geschuldet sind, dass sie in dem Film als Jungblut, als Anfängerin dargestellt wird, die gerade erst zu der Person wird, die sie später sein sollte und als die wir sie auch kennen und lieben gelernt haben letzten Endes. Also zeig mir einen anderen Film, der ein Coming-of-Age-Film ist oder beziehungsweise einfach eine Origin-Story ist, die sich so stark in der phänomenologischen Bereich bewegt, wo man konstant eben diesen Elemente drin hat, wo dieses Leiden, diese Verwundbarkeit konstant körperlichen Züge trägt. Weil ich bin doch durchaus der Meinung, dass ich gerade finde bei eben Batman Begins, dass das wirklich bei weitem nicht so stark ist. Also ich finde, du übertreibst diese Verweis auf Batman Begins. Er hat eine gewisse Verwundbarkeit, auch eine emotionale Verwundbarkeit, ganz auf jeden sichtlich. Aber wiederum die Art und Weise, wie sich das ausdrückt und wie der Fokus von
dem Film ist, auf diese Verwundbarkeit, ist eine ganz andere. Wir können durchaus sagen, und das, damit kann ich durchaus d'accord gehen mit dir, dass der Film im letzten Drittel das stärker, also Tomb Raider stärker reduziert darstellt, aber selbst da noch immer durchaus stark hier so die Final Girl repräsentiert, die das sich, die einmal sogar ganz offensichtlich vom Monster wegrennt, nämlich von einen der Söldner und dann in eine, und die ihn in eine Falle lockt. Und es gibt sogar eine Versteckszene, die man vergleichen könnte mit den Final Girl von den klassischen Final Girl Jamie Lee Curtis in Halloween, wo sie sich verstecken muss und wo der Söldner tatsächlich wie ein Monster in ihr Versteck reinkrabbelt. Könnt ihr euch erinnern? Ja, aber gibt's so eine Szene nicht auch in jedem zweiten Actionfilm? Ist es nicht eine klassische Actionfilm? Hast du in Batman Begins eine Szene gehabt, wo sich der Batman Bruce Wayne verstecken muss und dann von einem boshaften großen Mann überwältigt wird oder die Furcht hat, dass er überwältigt wird? Und ich glaube nicht. Es ist schon was sehr Spezifisches. Es ist eher so ein bisschen wie bei, aber es war diese typische Stelle à la eben, sie läuft rum und plötzlich kommt hinter der Säule, hinter dem im Baum etwas hervor. Das ist so ein bisschen bei Herr der Ringe, vielleicht am Anfang, als der von diese klassische Szene, ja, genau, wo der Goblin um die Ecke kommt. Aber ich finde, ein Film, der vielleicht passen könnte, also Origin Story, wäre Doctor Strange am ehesten noch von diesen Marvel-Filmen. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber passt vielleicht eher, vielleicht sogar fast ein bisschen besser als Batman Begins in diesem Vergleich, also in dieses Leid, dass die Person einiges durchstehen muss, um praktisch zu dem zu werden, was es ist. Aber wie gesagt, brauchen wir jetzt kein Fass mehr aufmachen, sonst reden wir nur über Marvel jetzt. Irgendwie landet immer alles bei Marvel, aber naja. Marvel-Krankheiten. Aber ich glaube, das Darstellungsgesetz vom Durchstehen ist ein anderes und der Fokus. Oh. Vermutlich. Ich würde nur sagen, eben bei Doctor Strange würde es vielleicht, ja eben, ist auf jeden Fall anders, aber es würde vielleicht noch irgendwie passen, vor allem, weil halt bei ihm irgendwie auch dieser Fokus mit dem Körper natürlich im Mittelpunkt steht, weil er auch selber ja noch Arzt war. Also irgendwie hat so einen Bezug halt zum Körper, zu diesem, was passieren kann, zu krank sein, zu nicht mehr arbeiten können, zu was mache ich jetzt und sowas. Aber naja. Nächstes Mal stoppe ich die Zeit, wie oft bei Lara Croft, bei Tomb Raider, sie das Gesicht verzieht vor Schmerzen oder vor Verzweiflung, Leid, und wie oft das bei Tomb Raider. Ich würde sagen, du gehst einfach in Tomb Raider nochmal rein in den nächsten Tagen, also weil er läuft, und schreibst dir das dann auf, und beim nächsten Podcast wirst du uns das dann sagen. Klar, wie klar. Oft sie das Gesicht verziehen. Ja. Klingt wunderbar. Ja, also ich glaube, ich freue mich schon. Super, ne? Ja, Wahnsinn. Ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut abgehandelt hier, oder was meint ihr? Haben noch was Essentielles beizutragen? Ich könnte noch Stunden weiterreden, aber ich lasse es sein. Ich glaube auch, dass wir das super abgehandelt haben. Ja. Selbst da bist du auch zufrieden, oder? Ja, wir drei Männer wissen einfach, wie wir über Frauen reden können. Es ist jedes Mal so, dass wir. Du sagst das am Ende immer. Es muss sich hier eindeutig was tun in diesem Podcast. Also, wir brauchen ein paar Gäste. Absolut. Ja. Gut, also dann sind wir jetzt für heute mal am Ende. Wie gesagt, schaut euch Tomb Raider mal an und. Mal schauen, was ihr davon haltet. Ja, lasst es uns auf YouTube wissen, lasst es uns, auf welchen Kanälen kann man uns denn erreichen? Auf ziemlich vielen. Alles, sehr gut, Patrick, sehr gut. Uns kann man natürlich bei Facebook finden, und also Kino on the Couch. Und unser Twitter-Handle ist auch ganz einfach @KinoOnTheCouch. Und wie gesagt, unseren Podcast kann man hören bei YouTube. Den könnt ihr auch hören bei iTunes, einfach auch Kino on the Couch suchen. Und wie gesagt, ja, schreibt uns. Ja, oder schreibt uns eine Mail. Unsere Mailadresse ist... Ah ja. Ja, kinoonthecouch@gmail.com, oder? Genau, mit Punkten. Alles zusammen, bei Gmail, oder? Komplett egal. Also ihr könnt Punkte zwischen jedem Buchstaben machen, ihr könnt die Punkte weglassen. kinoonthecouch@gmail.com. Sagt uns eure Meinung über diesen Kanal oder über YouTube, wenn ihr euch mit uns unterhalten wollt, wenn ihr findet, dass wir mehr Frauen in der Sendung brauchen. Teilt uns das mit. Oh, toll, toll, ja. Ihr könnt mir sogar eine WhatsApp-Nachricht schreiben, eine SMS, mich anrufen, alles. alles. Wahnsinn. Wir sind so toll zu unseren Fans, ist der Wahnsinn. Jedenfalls, genau. Wir sind am Ende von diesem Podcast, aber es wird natürlich einen nächsten Podcast geben. Das Thema steht leider noch nicht so ganz fest. Wir sind noch in der Diskussion, ob es vielleicht Ready Player One von Steven Spielberg wird, oder ob es vielleicht A Wrinkle in Time wird von Ava DuVernay, oder vielleicht doch was anderes. Also, ja, am besten hört ihr das nächste Mal einfach rein und lasst euch überraschen, ne? Also, für heute war es das dann, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute.